mit dem NPC? Es ist schon so weit, dass du mit NPCs redest, sage ich. Sehr witzig. Ich habe gesehen, dass manche sogar auch so Werkbank und sowas dahin bauen anscheinend. Braucht man so ein fliegendes Haus? Guck dir das mal an. Das geht nicht, wie ich mir das dachte. Wieso ist dann Loch? Ach, ja, du kannst auf dieses Ding keine Steuerung hin tun, oder? Das andere. Weil es kein dynamisches Teil ist, oder doch? Oder was? Woran nicht scheitert es? Doch, doch, kann bestimmt. Da steht dynamisch und fest, das Ding. Um was? Um, ja, das Problem ist, das ist halt schwer zu erklären. Also, du kannst ja gar nichts daneben bauen. Ja. Weil du es ja gar nicht dran gesetzt kriegst. Genau, weil das eine ist ein dynamisches Objekt und das andere ist ein. Ja, stimmt. Nein, das ist, so meine ich das nicht. Das ist das Problem wie mit diesem gerade Ausbau, nicht der Hochbau. Ja, ja. Kannst nichts andocken, ja, irgendwie. Man kann ja auch die andere nehmen. Das Problem ist, du kriegst es ja gar nicht gedreht in die richtige Position. Das Ding hier. Auch nicht mit der rechten Maustaste, das ist es andocken? Ja, dann setzt du es dran, aber wenn du es dran setzt, dann ist es ja wieder dran an dem Ding. Ey, du haust ja gar nicht wieder ab, ich kann es dir ja auch nicht zeigen. Ich wollte nur meine Wolle halt machen, damit es hier weitergeht. Das dauert ja. So, bin da. Ich bring dir deine Seile mit. Wo bist du? Da. Ich hab dir deine Seile mitgebracht, oder? Hier. Zack. Okay. Wofür brauche ich Seile? Die hast du gemacht. Hey, hab ich gemacht, ja, aber die brauche ich nicht. Achso, ja, war voll die Maschine. Ich dachte, hast du gemacht, das brauchst du. Du kannst ja hier. Ich hab Hunger. Ach Gott, das will. Das ist doch immer jedes Mal, ist doch nicht so schlimm. Oh Scheiße. Bist du dich denn nicht voll oder was? Oder wie machst du das? Ich hab doch all mein Essen verloren. Ich hab nur Eier hier. Also. Ich grill dir Essen. Kannst du ja. Jetzt ess. Komm hier nicht mal raus. Du musst das ja irgendwie zentrieren. Also du kannst ja hier nicht einfach. Ich kann ja hier ein Lego hinstellen, aber du kannst den ja nicht drehen. Das ich ist weiß. Jetzt nur ein Beispiel genau, Lego. Genau, das genau. Ist ja scheißegal. Genau. Das ist jetzt du kannst nur die dynamischen Objekte drehen. Das sind feste Objekte. Das geht, ja. Naja, ja, gut. Das geht hier so. Du drehst es halt manuell. Irgendwie so. Mit der. Du könntest noch so eine Platte einfach dahin bauen. Platte an Platte. Das nee, kannst du auch nicht drehen. Versuch das doch mal. Ja, okay, kannst du jetzt wahrscheinlich nicht. Aber nee, die kannst du nicht drehen. Die dreht sich doch nicht. Du kannst die nur snappen. Aber wenn du sie snappst, und das wollte ich dir ja zeigen. Ja, ja, ich weiß, du wolltest es unabhängig machen vom anderen. Aber ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Genau. Ich weiß schon, was du meinst. Also eine Art Flügel, die nicht verbunden sind, damit du halt Düsen starten kannst, da und da. Habe ich schon verstanden, aber ich glaube nicht, dass das die Lösung ist. Da muss es irgendwie noch irgendwas geben, dass du... Du kriegst hier gar nichts dran gesetzt, weil wenn ich jetzt so mache, guck mal, ich kann ja so machen. Ja, das bewegt sich ja nicht. So, ja. Und dann kann ich so machen. So, und dann kann ich ja im Prinzip... Aber das geht mit, schau, das ist fest. Cool. Ja, das ist fest, das ist klar, aber... Guck mal. Ja, du wolltest nur das eine wegmachen. Hättest du es auch nee, beweglich, geil. Nein, das geht normalerweise schon, aber man darf das Ding hier nicht bewegen. Okay, geh okay. Hier weg. Ich kann so... Warte. Was ist das denn jetzt? Guck mal. Das ist ja fest. Jetzt ist fest, ja, voll geil. Vorhin war es nicht fest. Oh. Geh weg. Aber ich glaube nicht, dass es also, so wird, James. Ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Muss eine andere Lösung. Ich mal... aus irgendeinem Grund dann. Wenn ich jetzt den mache. Jetzt bleibt. Geh weg hier. Blöder Scheißkerl. Wenn ich jetzt den hier mache. Das ist dazu da, um das zu dingsen. Und dann. Haben wir hier Loch, aber pass auf. Oh, jetzt geht's. Vorführeffekt.
Jetzt ist das aber gleich fest. Oder nicht? Aber das ist doch jetzt nicht angedockt, oder? Weg. Das ist ja wirklich wie Lego bei dir. Ich geh mal kurz scharf. Ja, ja, scharf, siehst du, das geht. Guck mal, das geht tatsächlich. Ich seh's, ja. Ich hab die jetzt quasi verbunden. Ja, aber jetzt sind sie ja trotzdem verbunden. Das ist ja das Doofe. Dann bist du bestimmt alle mit einem Schalter wieder aktivieren, ne? Ja, deswegen so, müsste man ja vorher den Schalter daran machen. Verstehst du? Guck mal, wenn ich jetzt hier den Schalter daran machen möchte, würde. Ja, ja, ich, ja, ja. Dann müsste der doch eigentlich unabhängig von der Düse sein. Theoretisch, ja, im Endeffekt ist trotzdem später alles verbunden. Oder nicht? Das ist halt die Frage, ob es dann verbunden bleibt. Also ob er sich dann automatisch verbindet oder ob du dann zwei getrennte Sachen hast. Ich glaube halt, so ist es, wäre es zu umständlich vom Spiel her. Man muss man gleich nachlesen. Das ist halt irgend so eine Mechanik, die ist von Spiel zu Spiel anders, glaube ich. Ja, dann haben wir es halt einfach noch nicht. Kann sein, oder? Wir wissen halt nicht, wie es geht. Ey, das mit der Wolle ist krass, Alter. Wir kriegen das halt nie hin. Die. Es gibt doch hier keine Option sonst. Faden. Wollstoff. Entweder ist noch ein Teil, was wir nicht gebaut haben irgendwo, oder wir haben es halt nicht. Also das fällt anscheinend alles unter Spielsachen, wie ich jetzt sehe, ne? Siehst du ja da. Ja. Okay. Video ist wild. Jetzt haben wir natürlich kaum noch Rohstoff, um das zu bauen. Ja, so. Wieso? Was fehlt? Was würde uns fehlen? Ja, wir haben jetzt nur noch 8 Sprengstoff. Nee. Ich habe so viel. Ich habe so viel. Hier ist noch 4. Ich habe 5. Ich habe so viel Sprengstoff mitgebracht. Über 30 bei der ersten Tour. Hier 26. 31 habe ich hier. Ja, wenn wir jetzt eh schon geguckt haben, können wir den Scheiß auch einfach gleich nachbauen, oder? Willst du das nachbauen? Ja. Zumindest im Groben. Ja, okay. Machst du das? Ich mach das noch mit dem Gleiter weiter. Ich dachte, wir machen das zusammen. Ja, dann tun wir uns ja gegenseitig hin und her fummeln. Das ist ja kacke. Hin und her. Dann darfst du das machen, weil du hast das ja auch ausgesucht. Du machst das schon. Nee, du machst das jetzt. Also ich mach das jetzt nicht. Ich wollte mit dem Gleiter erstmal. Ja, auch nicht. Ich dachte, du fängst an und dann machen wir halt dann weiter. Ich hab Hunger, aber jetzt im echten Leben. Ja, dann geh was essen. So, 31 Sprengstoff in der Kiste noch. Jetzt ist wieder dunkel, Mann. Ich wollte doch Seide holen. Wolle, sorry. Okay. Ich habe jetzt 2 Wollstoff und wir brauchen 4. 8. 2 von 8 habe ich jetzt. Zwei von 8 habe ich hier noch. Ne, okay. Wollfaden schnell deponieren. Okay. Wolle. Wir können hier mal so ein bisschen damit anfangen, Jens. Wir müssen ja nicht komplett fertig bauen. Wir können hier damit anfangen. Aber es ist schon okay. Das ist schon ein nices Video. Schon cool. Also ich brauche 10 Schafe noch, dann könnte ich einen Gleiter bauen. Kann man ja mal schauen, wie das ist. Aber in der Nacht kann ich ja nicht viel machen, weil die Schafe nicht da sind. Wir haben nie wirklich auf Wolle geschaut, gell? Ich habe auch immer die Wolle auch nicht mitgenommen, den ganzen Kisten da. Meistens nicht, nee.
Weil ich dachte halt, hey, komm, das kriegen wir schon hin. Also, ich habe zusammengesucht, Sprengstoff hätten wir 31. Ja. Das würde reichen und es ist krass, dass in der Wüste jeder von diesen Fuzzis einen Sprengstoff liegen lässt. Welche Fuzzis meinst du? Ja, die sind im Lager oder so. Ach, die. Die Lego-Fuzzis da. Was habe ich denn Neues zum Bauen hier? So wieder irgendwelche Wände oder irgendeinen Scheiß. Okay, ja gut, das ist egal. Dach auch wieder neu. Zäune. Oh! Ich habe jetzt hübschere Treppen. Aus Granit. Oha. Vielleicht habe ich doch vorher schon gehabt, keine Ahnung. Okay. Jetzt habe ich wieder Sonne gekommen. Komm, wir tun die mal einfach dahin. Geschliffener Bernstein. Sind die weg? Nee. Ja, also du kannst die ja? Düsen, glaube ich, nicht. Du kannst Blöcke nicht verbinden. Wenn du sie verbindest, geht dir die Düse ab. Ja, und deswegen hat er irgendwie das so hingetan. Deswegen ist die Düse ja auch weggegangen. Jetzt wird sich den Block verbunden haben. Mhm. Ja, und bei ihm werden die Düsen da irgendwie so festgehalten, so drin gehalten, ne? In dem Video. Ja, er hat halt, das ist kein Hexenwerk, nee. Also ich würde sagen, wir machen gleich einen Doppelten, oder? Das heißt Doppelten? Größer? Oha. Vielleicht ja. Sogar ein Vierer, oder? Was? What the fuck? So viel? Was willst du denn? Ha. Ja gut, mach. Mhm. Ja, nicht. Geht das dann auch so einfach? Mit Fliegen und so? Muss man da nicht so weit hin und her mit links, rechts laufen? Weil du musst ja immer steuern, links, rechts. Ich hab keine Ahnung. Ach so. Shit. Was denn? Ich hätte das Feuer hochbocken müssen, ne? Ja. Ups. Vier so Pillars. Kriegt man die Matt zumindest wieder? Ja. Okay. Komm, ich will Tag. Kleiner Bastard, verpiss dich jetzt sonst. Jetzt aber. So, ich brauch 10 Schafe, Alter. Krieg ich dir in deinen Sack. Süßen. Das Mädchen in deinen süßen Arsch. Ah ja. Auch noch süß dahinter. Klar, schön noch belästigen. Früher nannte man sowas Kompliment und Wertschätzung, heute ist das Belästigung. Ja. Die Welt hat sich zum Positiven verändert, sage ich. Die Frage, ob die Frauen das früher auch als Kompliment gesehen haben. Das schätze ich mal, ist von Situation zu Situation anders und je nachdem, wer es gesagt hat und auch wie man es sagt, oder? Der Ton macht die Musik. Bei den der Freundin darfst du das immer noch sagen. Ja, ist doch nicht. Ist hier eigentlich noch nicht böse gemeint. Boah, ich weiß noch, wie ich bei Ark mit der Kettensäge die Schafe geschert habe. Dass ich so viele Wolle wie möglich kriege. So, das will ich hier auch machen. Ich habe jetzt 2 Wolle bekommen, 3 habe ich in der Tasche.
brauche noch mehr. Hier sind noch zwei. Drei. Okay, okay. So ein paar Quality of Life Features braucht das Spiel noch. Ups. Okay, guck mal. Physik hat man. Ja, du kannst gar nicht gucken. Ja, ich bin das ja kippt über, wenn du nicht genug Stelzen hast. Also, hast du nicht vier hingetan für jedes eins und hast du nur eins und versuchst das dann hinzubauen? Ah, ich hab nicht gedacht, dass das so eine Physik hat. Die dynamischen Objekte anscheinend schon, ne? Weil die bewegen sich auch so im Raum. Die anderen sind ja statisch. Okay, aber ich habe keinen Einfluss. Oh nein, ich wunge. Oh, ich sterbe jetzt eh. Schon wieder? Das Spiel ist halt scheiße, was soll ich sagen? Ich sterb nicht mehr wegen Essen. Wegen Essen oder was? Oder warum stirbst du? Bin schon lange nicht mehr wegen Essen. Ja, macht man eigentlich nicht. Irgendwann programmiert man das mal ein, dass man nicht die ganze Zeit essen muss. Zum Anfang noch. Ach. Scheiß Noobs. Ist doch ätzend. Oder man gewöhnt sich einfach dran und isst das immer wieder. Nix da. Zum Scheiß kann ich mich nicht gewöhnen. Ich muss, keine Ahnung, alle 5 oder 10 Minuten esse ich halt zwei Fleisch, fertig, Ende. Hab meine Ruhe. Also ist jetzt nicht so ein Hexenwerk, sag ich dir. 5 Minuten vergehen aber ziemlich schnell. Ja, macht ja nichts. Sechs wollen noch 4. Hab ich dich schon? Dachte, ich habe jetzt eine Kiste, ne? Wo vielleicht Wolle drin ist, aber nee, da war nur ein kaputtes Schwert drin. Passt zu dir. So. Das ist mal. Das nenne ich mal schnellen Progress. Mit den Schafen. Ah, hier. Wäre geil, wenn man den noch züchten und vermehren könnte. Ach man, ey. Würde jetzt gerne sehen, was du da machst, ey. Du musst hier gar nicht sehen. Du willst ja nicht mitmachen. Ja, ich mach doch was anderes. Ich sorge doch dafür, dass wir dann hier die Gleiter haben. Du mal eine Wolle farmen. So. Oh, da sind ein paar. Ey, wieso läufst du weg? Weil dein Wolf ist. Okay. Nichts gegenkommen lassen. Vielleicht mache ich lieber noch ein paar Balken mehr. Ja, ist sicher. Oder so im Haus. Kommt bestimmt in der Nacht die Zombies und rennen das um. Deswegen wärst du mal auf dem Haus sicherer. Aber auf dem Haus machst du das Haus kaputt, wenn du startest. Reißt du das Dach mit. So viele Balken darunter gemacht, das reicht keiner ab. Du musst sie ja noch hinstellen können, ne? Du musst Sachen anbringen. Hast du noch Platz, so Sachen anzubringen? Ja, also nicht an der Stelle. Einfach mal die Enterprise bauen. Ich bin dabei. So, ich habe wieder mal gegessen. Ja. Ich kann nicht, wenn du möchtest, jedes Mal, wenn ich esse, dann drinnen, dass du auch isst. Was meinst du? Dann synchronisieren wir unsere Zyklen. Jedes Mal. Das Geile ist, ich esse, aber dass die Herzen steigen nicht. Also die Herzen werden nicht voll. Ich habe ein Herz, was nur zum Viertel ist. Das steigt nicht mehr. Hä? Oh, mir fällt gerade ein, ich baller mir hier die Eier rein. Braucht man die Eier für irgendwas? Doch, doch. Ist immer nur Fleisch. Zum Kochen brauchen wir, klar? Ich hab kein Fleisch. Eier sind jetzt auch nicht so einfach zu kriegen. Klar, es ist doch sogar ein Grillfleisch.
Drei Stück. Dann nimm doch die drei erstmal und die drei aufgemacht ist, kommen vielleicht noch andere. Ich nehme jetzt Himbeeren mit. Himbeeren brauchen wir für nichts, ne? Nee, aber die kriegen wir schnell wieder. Die Eier kriegen wir halt nicht wieder, weil wir müssen die streichen, die. Ja. Wir müssen die Dinger streichen, vielleicht schon die blöden. Ja. Genau der gleiche Scheiß wie mit den Schafen. So, also Propellstock und Dr. Jens sagt, wir haben jetzt das Fundament. Und jetzt wollen wir, dass die Düsen am Ende hier liegen. Und wir wollen ja vier Düsen, nicht wahr? Weil wir sind cool. Ja, aber vier reichen auch. Coolen Söhne oder eher vier reichen, oder? Ja, also zwei reichen bestimmt nicht bei einem 2x2. Habe ich so gedacht. Oder reichen zwei? Meinst du Schubdüsen oder zum Hochgehen? Schubdüsen. Schubdüsen würde ich eh nicht mehr als zwei machen, weil du musst sie einzeln steuern. Immer zwei machen. Weil du musst sie ja steuern. Du musst sie ja manuell steuern. Sonst musst du, wenn du gerade aus willst, musst du dann zwei Sachen anmachen. Ich würde immer nur eins machen. Ja. Jetzt musst du doch zwei Schalter anschalten. Sonst musst du wieder geradeaus, du hast zwei Schalter, dann gehst du nach rechts, noch einen Schalter, dann bist du nur am Schalter drücken. Deswegen war ich mir nicht sicher, ob das so groß funktioniert, so einfach. So, 18 Wolle. Jetzt hier nichts draufsetzen. Und jetzt geht's, oder was? Hä? Oh Mann, ihr habt schon wieder 5000 Spitzhacken im Inventar. Ich guck mal die. Hab ich auch gerade weggeworfen, zwei. Oh. Ich hab vier weggeworfen. Spawn doch jetzt keine komischen Hühner hier. Spawn, wie heißt das? Wolle. Schafe, ja, genau. Hier ist ein Dorf. Ganz komisch gekracht. Also wieso machst du das Ding da nicht? Ach, jetzt, ja? Willst du mich eigentlich komplett hops nehmen? Merkst du, du kommst zurecht. Dicke Wolle habe ich. Schneebärensaft. Sprengpulver 4. Dicker Wollfaden, episches Werkzeug. Hier. Bekommst du auch die Meldung, glaube ich. Gegenstandsrezept, dicker Wollfaden. Ich habe eine Kiste geöffnet, da ist episches Ding drin. Episches Loot gewesen. Dicke Wolle. Boah. Ich suche halt hier Wolle und habe dann ein Haus gelootet. Wo epische Loot drin war. Alles Lieder, alles Lieder. Was? Schneebären, ja gut, Schneebären. Kann ich aufs Decken. Panzer ist egal. Schneebären Samen, ja auch egal. Da bist du gerade einen Schneebären-Shake bekommen hier, sag ich dir. Wie es ist? Krass. Okay. Freigeräumtes Haus hier. Selten, dass in dieser grünen Gegend überhaupt so viele kommen auf uns zu. Also das sind welche mit Armbrust und so ein Scheiß gewesen. Okay, cool. Aber gibt es eigentlich keine dünnen Lego-Klötze? Ich sehe die irgendwie nicht oder ich finde die nicht. Wir haben immer noch so dicke, aber ich bräuchte auch. Ach doch, hier. Tatsächlich. Bodenklötze sind das, aber die. Gibt es die nicht mit Aufsatz?
Mein Leben steht irgendwie still. Mein Leben verändert sich nicht mehr. Ah, jetzt geht's wieder. Okay. Oh. Keine Ahnung. Ich glaube, wir haben vielleicht gar nicht, was wir brauchen. Was brauchst du denn? Ja, so dünne Klötzchen. Aber weiß ich auch nicht. Ganz weiß ich auch nicht. Der hat Zäune genommen im Video. Falls du wissen musst. Ah, ich meine vom Boden. Damit die unten nicht wegfliegen. Der hatte eigentlich im Video nicht mehr als was wir haben, so an den Sachen. Glaube ich. Jo, das erste Mal, dass ich in der Liegebrücke sehe. Eine richtige Brücke über den See. Plus. Okay. Jo, wie geil, Mann. Voll schön hier. Schöne Brücke. Ja, doch noch was zu bieten, das Gebiet hier. So, Wolle. 21. 22. Ich glaube, ich brauche noch viel mehr, ey. So. Ich möchte Wolle anpflanzen. Was sagst du dazu? Anpflanzen. Ja. Damit es wächst. Die laufen weg von der scheiß Spinne hier. Nee, nicht das. Oh, jetzt ist das. Jetzt hat er das Schaf kaputt geboxt, Arm. Das spinnst du jetzt, oder was? Oh. Ich habe ein komisches Gebäude gefunden. Das ist in der Wüste, dann deswegen, das ist ein Bernstein direkt hier. Ist hier. Fackel. Kann ich mitnehmen. Okay. Wolle! Kiste Wolle. Zwei Stück. Ja, zwei Stück? Gut. Ich will nach Hause wieder. Da. Okay, da mal. Ist eine Garage hier? Hier ist kalt. Oh. Denk ans Essen, Jens. Krass, ne? Ich suche normale Wolle bei Schafen und finde die höchste Wolle, die es gibt im Spiel. Epische Wolle. Und hab Dynamit gefunden. Aber brauchen wir Dynamit direkt? Ich will die Taschen, dann nehme ich Seile raus, nehme ich Dynamit mit. Doch. So. Juhu. Du musst scheinbar sogar Zäune nehmen. Sonst fliegst du weg, weil oder? Nee, weil er sich sonst verbindet. Okay. Wusste ich. Ist aber doch blöd gemacht, die Logik. Dass man es nicht einfach normal machen kann. Ich finde es halt doof, man, das ist nur eine Möglichkeit anscheinend.
Ich schätze mal, wie ich schon ein paar Mal gemeint hatte, das ist halt einfach nur so eine Beta und dann kommt da noch der Rest. Also das ist nur die erste Release. Ich dachte, ich mache halt drei Balken, also drei Dinger, dann kloppe ich den einen weg und dann landet der zwischen den anderen. Oder du baust um den rum, aber nee, dann verbindet er sich. Und sobald er sich verbindet, verschwindet die Düse. Darf man nicht. Wie, echt? Verschwindet er? Okay. Ja? Er darf sich nicht verbinden und du darfst halt, ich denke mal, Zaun und die Zäune verbinden sich dann nicht mit den Klötzen in der Mitte. Ist das in Ordnung. Durch die Zäune separierst du das Ganze. Ja. Okay. No. Why not? Oh Mann. Also ich hätte halt gerne so, wenn ich den. Irgendwas tötet mich hier und ich weiß nicht was. Ja, wirst du beworfen von den Skeletten, stimmt. Ich hätte es halt gerne so, wenn ich so einen Schalter hinplatziere, dass ich per so Kabel oder per Snapping irgendwie sagen kann, das ist mit dem verbunden, weißt du? So ein Kabel halt. Oder auch Kabel verlegen, egal. Es gab mal ein Spiel, was schon solche Sachen hatte. Das war auch so Comic-lastig. Wollte ich mal spielen, habe ich aber nie gespielt. Da konntest du dich auch sogar in die Erde bauen. Und mir fällt auch der Name nicht mehr, weil das ist so weit in meinem Kopf, ganz weit hinten. Oh, das hat doch irgendwas krumm gemacht da. Ach so, da greifen das Haus 20 Skelette an, deswegen. Okay. Jojojo, ist ja gut. So. Wollfaden brauchen wir immer noch. Zack. Nehmen. Wollfaden. Nimm doch einfach. Ach, ich hatte keinen Taschenplatz. Dynamit. Ich hab noch 5 Sprengpulver mitgebracht. Du hast jetzt 36 Sprengpulver. Hier kann man nichts in Ruhe machen. Dicke Wolle, krass, Alter. Bevor ich jetzt hier nochmal einen Fehler mache, brauche ich lieber ein bisschen großzügiger. Ja gut, wir haben ja auch Platz. Also so. So. Nee. Fleisch kann ich gleich. Koch noch, Gesundheit. Okay. Gesundheit. So. Wieder Tag oder was, sagst du? Guten Tag. Zeit hier. Okay, sind echt viele Stützen. Bin ja dann gespannt, wie man die. Bist du gerade rechtzeitig hier. Der Reihe nach. Ich guck mal, ich will Fleisch sammeln gehen, bis mein Faden fertig ist. Und warte. Noch muss wieder Wolle halt, fehlt halt immer noch Wolle. Also jetzt so theoretisch gesehen, der. Ja. Und in der Theorie, du darfst ja, wenn du willst, kannst du den wegkloppen. Wen? Den unteren. Aber weißt du, was er gemacht hatte, Jens? Hast du nicht, das musst. Der hatte diesen Klotz noch auf so eine Stütze gebaut. Damit sie nicht verbunden sind. Der hatte die Stütze am Schluss weggekloppt. Der hatte das, was du hier hast, nochmal eine Stütze. Und als er fertig war, die Stütze weggekloppt, dann ist es so runtergeflogen. Oh.
soll ich denn machen? Hilfe, was ist das? Okay. Scheiße, wie dass der das nicht verbindet. Ja, scheint nicht zu gehen. Hä? Warte, ich mache nochmal kurz. Der verbindet sich nicht automatisch, wenn er irgendwo drauf fällt, so. Ja, wenn er drauf fällt, dann nicht, aber hast du die Stütze drunter gehabt? Ja, die habe ich ja gerade weggekloppt und dann habe ich gedacht, fällt er auf den Boden. Ja, ist er ja hier rein, oder? Das Ding. Ja, aber der ist ja trotzdem verschwunden. Ach, der. Nee. Das hast du doch gar nicht gemacht gerade. Hä? Natürlich, ich habe hier eine Stütze gehabt und da drauf war der Balken. Oder was meinst du? Ja, und dann hast du den Balken weggemacht, dann war es ja okay. Und wo war das Problem? Nee, es war nicht okay, weil er weg ist. Ist doch nicht mehr da. Also als ich kam, war gar kein Balken da. Da war nur das Ding am Boden. Och, da lag einer drauf. Dann habe ich gesagt, klopp mal die Stütze weg. Es waren halt zwei Klötze übereinander. So ungefähr war es gewesen. Ja, genau, so ist richtig. Ja, aber habe ich ja gerade gehabt. Nur, dass ich zwei von denen übereinander hatte. Ich glaube, das geht dann vielleicht mit. Ich glaube, vielleicht geht es mit dem nicht. Weil es irgendwie. Vielleicht geht es mit dem nicht richtig. Weil es ist ein ganz. Das ist anscheinend sehr empfindlich, wie das sein soll. Ich glaube, es muss mit so einem Pillar geschehen. Und du musst dir den Schalter schon vorher hinmachen. Damit er weiß, welcher Schalter das ist. Der Schalter hat ja auch gefehlt. Oder nicht? Du machst auf dieses Ding diesen Block. Machst den Block hin, machst die Düse, machst den Schalter und dann ist es doch richtig, oder nicht? Nee, anscheinend nicht. Nee, den Schalter habe ich extra nicht hingemacht, damit ich nicht noch mehr verliere. Das war ein Test. Naja, klar, weiß ich ja. Ja, aber... Ich weiß, was du testen wolltest. Du wolltest den Pille hinbauen, Pille weg, ob die noch da ist, die Düse. Guck mal, ist ja auch geht hier weg, mach mich da sofort ein. Das meine ich. Mit was hat er das denn gemacht? Welchen Pillar meinst du denn sonst? Warte. Ich wüsste jetzt. Das fällt richtig gut runter im Video, ja. Gesehen. Ich sehe ja sonst. Was für ein Pillar könnte er sonst hübsches Geländer? Oder hat er auch. Ist das ein Geländer vielleicht, wo die Düse dran ist? Ich weiß auch nicht. Also ein Zaun. Hm? Eckstuhl. So. Jetzt hat. Dann müssen wir hier noch das. Wollfaden nehmen. Hier. Was macht denn er hier? So, das hier. Das hier. Weichenholzstab. Acht Stück oder was? So. Vier. Weichenholzstab. Aber welchen Rahmen hier? Kann man sich hier machen oder was? Haben wir noch Weichenholz? Hast du noch Weichenholz zufällig? Ich hab noch. Kann nicht sein, dass wir gar keine mehr haben. Haben wir nichts mitgebracht von diesem Ding? 30 habe ich jetzt hier. Aber. Ja, 30 habe ich da. Also, ich habe mir ja nur die Bernsteine mitgebracht, sehr, sehr viele. 30. Danke. Hier ist normales Holz. Hast du irgendwo? Aber, warte. Was der nicht, ob das wird. Gibt du das? Okay, dann muss ich dann noch welche holen, was ich in die Wüste dann. Ich dachte, wir hätten mehr von dem, weil ich habe 90 oder 100 von dem
Bernstein gehabt. Okay. Essen nicht vergessen. Also ich muss essen, was ich auch essen muss. Bei dir war irgendwann die Axt dann kaputt, ja. Jo! Es fällt gleich zusammen. Das auch nicht. Und wenn du das 1 zu 1 baust wie er? Also genau ja. Die Sachen? Also genau das Ding, du siehst ja, was er auswählt sogar, oder? Beim Bauen oder nicht? Geht das, wenn du 1 zu 1 das? Ah, das rüstet man da aus, Jensen. Hängegleiter. In dem Slot. Rechts. Neben der Rüstung. Oh. Das wird da ausgerüstet. Lol. Oh nee, ich wieder Spitzhacke und Knochen. Er hat doch viel mehr Teile als wir. Der ist im Creative-Modus, der hat unendlich. Der hat unendlich Teile. Wir haben gar nicht, was er hat. Ja, das hat ja alles. Aber die Teile, die den Zaun und so, müssten wir eigentlich alles haben. Zwei und jetzt Boxen oder was? Okay. Gut, es kann sein, dass das nicht im Survival geht. Ich vermute, das geht nicht. Und wie aktiviere ich jetzt den Gleiter? Oh, lol. Ist, ja. Da muss ich mich dran gewöhnen, weil ich habe noch nie Fortnite gespielt. Was? Hier. Ja, komisch. Macht das ja nicht anders. Da setzt den kleinen Pfeiler, dann setzt er das andere Ding da oben drauf, dann haut er den weg und dann bricht alles zusammen. Und das fällt runter, ja. Vielleicht gibt es da noch anderes. Ich hatte eigentlich nach Balloons gesucht, wie es an den Balloons geht. Ja, wenn es mit dem Knopf geht, dann... Ja, vielleicht herrscht dann irgendeine Verbindung zwischen den Teilen, dass es nicht mehr kaputt geht. Geht echt, oder was? Ja, cool. Ja, dann. Weißt du, woran es lag? Sucht im Internet, ob man bei Fortnite rein und rauszoomen kann. Ich finde da nichts, weiß nicht genau. Ich glaube. Ich dachte, das wie so. Ja? Meinst du? Weiß ich nicht. Bin ich schon da. Ja, Kamera den rechts, links und rechts schauen, ob jemand da ist. Ja, okay.
Oh, jetzt hat er mich wieder so ein scheiß Gebiet rein, wo mir wieder kalt ist. Und so im Licht hinterhergelaufen ist. Denkst du nichts Böses und wirst wieder mal frieren, dann tickt runter. Boah, wieder runter ticken wie so ein Schwein, ey. Ah doch, lohnt sich. Dicke Wolle wieder, passt, ich geh wieder weg. Ja. Hier ist halt im Dunkeln ist der Pantwurf. Na gut. Dann würde das theoretisch gesehen gehen. Okay. Also hier im Grasgebiet bringt gar nichts der Gleiter. Das ist halt einfach nur Schmarrn. So, fast wieder verreckt. Ich hab aber noch mal dicke Wolle, ne? Ich habe noch mal dicke Wolle. Krass, Mann. Einfach noch mal dicke Wolle. Also die höchste Wolle, die es gibt im Spiel, bis jetzt. Jetzt habe ich 4 Stück, falls wir die brauchen irgendwann. Okay. Okay. Hä? Nee, das hier, oder? Ja. Hier. Jetzt habt ihr dann 1, 2, 3, 4. Wir brauchen hier 8, glaube ich. Okay. Ich habe dann gleich den zweiten Gleiter. Wir sind hier im Early Game. Das ist so early ist der Gleiter. Oh. Hergestellt, den Gleiter. Zack, ist auf hergestellt. Zack. Damit die immer kuschelig warm ist. Okay, okay. Sandklauen. Skelette, ich hasse euch. Konditionslücken, also haben wir doch schon. Mhm. Achso, es gibt keine stärkeren hier. Es gibt nur das kuschelig warm. 5? Okay, das ist eigentlich gleich. 7. Der Action hier vom Haus. Ich jetzt hier. So, man hat genauso viele Herzen und Rüstung. 15? 15, ja. Man hat durch dieses Schmuckstück genauso viel eigentlich. Du hast keine Nachteile von diesen Dingen. Alter Schmuck, Herztotem. Wollfaden? Gott, 3 Wollfaden, habe ich die noch? Drei Wollfaden. 6 Sandklaue und 5 Sandpanzer müssten wir easy haben. Ja, haben wir. Fick. Das ist immer, wenn was kaputt geht, was mit Dynamit gebaut wird, oder was?
Okay, erste Triebwerk ist fertig. Oha. Also nicht ganz, aber fast. Okay. Ich hab's wieder so gemacht wie vorher. Es geht tatsächlich in der Sekunde, wo man den Schalter draufsetzt, dann scheint nee, dann ist, das scheint irgendwie verbunden zu sein. Scheint dann, ja. Nee, ja, dann scheint er das Ding so fest zu machen, dass das ist. Ach so, ja klar, weil die Dinger haben ja dann eine Kollision. In dem Moment, wo du aus dem Objekt so einen Wagen machst, kannst du ja auch gegenlaufen und sowas. Stimmt, dann sind sie dynamisch, ne? Von fest zu dynamisch genau. Dann. Ah, ja, das macht Sinn. Und dann kannst du auch jeden Klotz nehmen, egal. Das ist dann egal. 15. So. Dann zweite Seite. Okay. Warte, ich gebe dir noch ein paar Sachen. Für dich zum Anziehen und so. Ja, aber guck mal, ist doch. Das Geländer hier ist dazu da, damit er nicht nach hinten fliegt. Und die Düse hattest du ja gar nicht hingemacht, gell? Also die Düse kannst du ja jetzt noch dran setzen. Geht das im Nachhinein auch noch safe? Ist das, muss die Düse nicht da sein, wenn es oben ist, so wie bei ihm? Hä? Nicht, dass es jetzt mit dem ganzen Ding verbindet, mit allen Schaltern, die unten sind? Nein. Wir waren uns doch gerade einig, dass wenn du diesen Joystick daran machst, dass daraus ein Objekt wird, was man bewegen kann. Ja, und du kannst auch hier an diesem Objekt dann die Düsen dran setzen. Okay. Kann man das... Ah, okay. Ja, ich sehe es. Schau, ich kann es bewegen, ja. Okay, dann ist es unabhängig. Ja. Okay, schau mal. Nimm mal ein paar... Ich habe Upgrades für dich. Einmal... Aber meinst du, warte mal, wenn der schiebt, ne? Dann muss ich ja hier auch...